Beten geht immer. Das meint Schwester Ursula Hertewig im Gespräch mit KTV. Die promovierte Apothekerin erläutert, warum sie ihre erfolgreiche Karriere in der Pharmazie beendete, um ins Kloster der Dominikanerinnen einzutreten. Sie zeigt den Sinn von Gehorsam auf und auch, warum man der katholischen Kirche treu bleiben sollte. Schalten Sie ein und lassen Sie sich von der fröhlichen Ordensfrau und ihrem Glauben anstecken. Samstag, 13. Februar, 11 Uhr, Sonntag, 14. Februar, 22.30 Uhr, Montag, 15. Februar, 10 Uhr, Dienstag, 16. Februar, 13 Uhr, Mittwoch, 17. Februar, 17 Uhr, Freitag, 19. Februar, 21.30 Uhr. Schalten Sie ein, wir freuen uns auf Sie.